Ja, hallo meine Lieben und willkommen zu einem fantastischen Unpacking-Video hier auf Marbacher TV. Ich habe mir einen nagelneuen Rucksack gekauft, weil der Rucksack, den ich jetzt habe, ist mein Schulrucksack. Ja genau, mein Schulrucksack. Und das bedeutet, den habe ich gehabt 95 bis 2000. Er ist immer noch wie neu. Ich passe auf mein Zeug auf, aber er ist einfach extrem uncool. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen gekauft. Und es hat lange gedauert, bis ich was Hübsches gefunden habe. Und ich bin jetzt gespannt, ob dieses wunderschöne Päckchen auch wirklich so schön ist, innen wie außen ist. Und sieht, es ist sehr authentisch, es ist mit Backpapier eingepackt. Es steht drauf, The adventure begins. Genau, und designed in Scotland. Handmade in Scotland and built to last. Built to last. Das ist bei mir wahrscheinlich eh kein Thema, weil wie gesagt, der Walker-Rucksack ist auch. Der wird wahrscheinlich noch mehr kaputt gehen. Also, aber das ist aber eine erfrischende Verpackung. Man sieht unten, gibt es so also eine Zipper-Funktion am Papier und da wird der Assistent jetzt einmal anziehen. Zumindest das Polster aufgehört werden. Oder auch nicht. Okay, Design ist super. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Dann machen wir es klassisch auch. Ja. Der muss fast. Wunderbar. Ja. Sehr geil. Papier da mal hintere. Wunderbar. Man sieht hier schon mal das schöne Logo. Aber das ist super dezent, wie ich finde. Es ist hoch. Das Ganze ist gewachst. Es ist total gewachst, das heißt, es ist wasserabweisend. Und Tracke, die Firma, die man herstellt, die bieten sogar extra Wachstypchen an, die du bestellen kannst. Für richtig Asche bestellt sie. Damit du dein Baby einwachsen kannst. So. Dieser orange Innenteil, das ist auch eine intelligente Lösung. Denn durch die orange Innenseite fällt mehr Licht in den Rucksack und man findet sein Zeug leichter. Ich werde dann die Videos von denen verlinken unten in der Beschreibung. Die erklären dir nämlich genau, was die Assets bei diesem Rucksack sind. Und diese orange Farbe ist eine dieser Vorzüge. Dann können wir es mal klappen. Okay. Okay, nice. Innen haben wir riesig viel Platz. Es sind 28 Liter Rucksack. Yep. Innen ein großes Fach und ein Laptopfach. Das ist unaufgeregt, aber funktionsfähig. Und man sieht oben die Öffnung, die ist auch spezial designt. Nämlich abfallen, sodass der Deckel dann schön zugeht. Den kann man da drüber klappen. Genau. Und diese Verschlüsse sind aus Edelstahl oder so. Und die sind auch gedacht, um ewig zu halten. Ist total unaufgeregt. Kann fast nichts kaputt werden. Also, außerdem haben die Bänder, diese Gurte da, haben Schlaufen. Unten. Daher. Da kann man noch zusätzliche Taschen anhängen, wenn man möchte. Ich verlinke die Videos dazu. Da oben ist auch ein Fach. Da ist ein Zipper. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es war aber wichtig, dass der Rucksack sowas hat, weil in diese Tasche kommen meine Sachen rein. Ich habe nämlich immer dabei Handschuhe und Feuchttücher, weil wir
wenn ich unterwegs bin, kann ich nicht selber ausdrucken, müssen mir die Assistenten helfen. Und da habe ich dann immer diese Sachen da drin. Also so eine Box mit feuchtem Toilettenpapier und eben Handschuhe. Und die brauche ich immer dabei und die will ich aber so haben, dass die nicht jedes Mal gleich stören, wenn mir jetzt im Supermarkt irgendein Fremder die Sachen einrannt. Dann will ich nicht, dass das im Weg ist. Und da ist diese Tasche, glaube ich, genau richtig. Das ist mein Sackerl, wo meine Handschuhe drinnen sind und die Toilettücher. Ich glaube, das passt rein, oder? Ja. Wunderbar. Dann habe ich immer dabei ein paar Visitenkarten extra und meine YouTube-Kärtchen. Die kommen auch rein und das geht ja aus, glaube ich. Ganz easy. Super. Und noch eine Börse, da ist kein Geld drin. Aber das sind die 100 Milliarden Plastikkarten, die ich eh nie brauche, aber zur Sicherheit einfach mit habe. Die kommen auch rein. Machen wir das zu und? Ist schwer, okay. Ist dick, aber nicht zu dick. Cool. So, dann machen wir mal zu. Ah ja, schon mal hinten, sag mal hinten. Hinten hat man dann, da ist das einzige, wo so ein weißes Logo drauf ist. Und ich habe den Rucksack extra deswegen gekauft, weil der vorne nicht irgendwas oben hat. Weil zum Beispiel diese Liebkind-Rucksäcke finde ich ja ganz hübsch, aber das weiße Schild vorne mit Liebkind, das finde ich schlecht. Bei dem ist vorne nur eins oben, nämlich das T. Und das ist dezent. Und sonst ist er schwarz. Und das ist genau meine Farbe. Kann man diese braune Lasche da noch stecken drin? Naja. Ja, okay. Sehr gut. Cool. Das ist auch. Riesenteil. Bis zum. Genau. Kann man es Sack zuziehen? Mhm. Und Deckel drauf und die Geschichte drauf. Kann man den. Genau, dann kann man mit den Klapsen zu machen. Und die kann man nämlich auch noch verstellen, so damit das Volumen höher wird. Mhm. Genau, da kannst du ziehen. Jetzt ist es ganz klein, jetzt machst du mal größer. Sehr cool. Lass mal nochmal klein. Geht auch gut. Mhm. Nice. Nice, nice, nice. Und fühlt sich sehr gut an. Ich bin begeistert. Ich werde den Link unten reingeben. Ich wurde nicht bezahlt, ich habe keinen Preisnachlass gekriegt. Und der Ding ist ein Scheiß da, ja. Aber sie sind hübsch. Das war's. Danke. Baba.